Ja, also wieder bei Pokémon Smaragd Fairlock Challenge. Beim letzten Mal haben wir so angefangen, ein bisschen die Wasserrouten zu machen. Und wurden zwischendurch noch kurz von einem Dodrio ein bisschen verdichtet. Und nun machen wir hier weiter. Ich glaube, da haben wir auf jeden Fall noch einiges vor uns hier durch die ganzen Wasserrouten. So. Addison, du kannst ja zum Glück auch so ein paar Boden-Pokémon mit rausnehmen. Jetzt haben wir nämlich auch endlich mal einen Surfer. Richtig gute Attacke. Die wir auch verdammt viele Pokémon beibringen können. Ich glaube, ich bringe gleich Morabel auch gleich noch Surfer bei. Der könnte es nämlich auch gut gebrauchen. So, bist du schneller als ich? Nö. Ist dann echt so lahm? Oder ist Addison einfach nur so schnell? Weil wir sind auf dem gleichen Level. So. Machen wir den Surfer nochmal. Okay, Hariyama kann auch Surfer lernen. Wieso auch nicht? Ich mach den Heuler dafür weg. Wieso auch nicht? Kann man sich drüber streiten, ob er das braucht oder nicht. Nein. Jetzt, wo ich gerade Bach den Trank geben wollte, obwohl er voll ist. Früher, so zur Gold-Silber-Zeit, als ich das Kleinwort das gespielt habe, machte auch so das Gerücht die Runde. Wenn du einem Pokémon, was volle KP hast, immer weiter versuchst, einen Trank reinzudrücken, erhöht das die Freundschaft. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Aber das war so auch einer dieser Kindergerüchte. Die legendären Pokémon-Kindergerüchte. Und ich habe es auch immer wieder versucht und mich dann gewundert, warum es dann doch nicht so sehr geklappt hat. Ich glaube, da haben wir gerade wunderbar ein Pokémon, was mit Sicherheit keinen Funksprung überleben wird. Und wenn doch, wäre ich sehr überrascht. So, und Level 26 für Addison. Oh, gut, Spezialangriff. Dann entwickelt sich eigentlich nochmal Lampi zu Landturn. Irgendwo im 20er-Bereich, hätte ich jetzt gesagt. Auf der Level 26 Pokémon rum? Yo. Ich wurde von einem schwimmenden Pummeluff eingeholt. Man stellt sich vor, ich surfe hier gerade auf meinem Lampi durch die Gegend und plötzlich kommt da so ein in Hyperspeed ein Pummeluff angeschwommen. Oh, warum ist ein Item? Hier? Eine Herzschuppe. Kann man immer gebrauchen. Irgendwas in der Nähe? Nee. Haben wir das Item da unten links. Also neben den Highspeed-Feuerriegels sind jetzt auch Highspeed-Pummeluffs hier durchs Wasser unterwegs. Gefährliche Gewässer hier. So, irgendwo hier noch ein Trainer. Da. Route 106 haben wir damals hier... Ach, hier haben wir Owei damals geangelt. Das ist ja nördlich von Fausterhafen direkt. Ignaz. Naja, der ist vom Schwör dann zum Top 4 Typen geworden. So, trägt das mal paralysieren, weil du brauchst mindestens zwei Funkensprünge. Nicht vergiften, nicht vergiften, nicht vergiften. Was frage ich überhaupt? Giftstachel hat doch eh eine 130%ige Chance zu vergiften. Das funktioniert einfach immer. Okay, ich wollte schon sagen, das war eine Menge Schaden. Ach, meine Verteidigung senkst du auch noch. Gut, dass wir Addison nach diesem Kampf erstmal rauswechseln. Kommt jetzt darauf an, was du noch alles hast. Noch ein Tentacher. Ich sag es aber... Pikachu kann das Ding doch sicher one-hitten. Pikachu kann wahrscheinlich gefühlt alles one-hitten hier auf der Route, dank seines Kugelblitzes. Das Problem ist... Der Umklammerungs-Init-Drop. Er existiert. Zumindest halt, Pikachu hält einfach nichts aus, physisch. Ich glaube speziell auch nicht. Wow, Pikachu! Nicht schlecht! Erster Einsatz, erstmal ein Strike. Für deinen Crit. Das machst du gut. Nicht. Ich glaube, es war ein kleines bisschen übermütig. Es wollte zu viel.
So, ein Gegengift habe ich dann noch. Packen wir erstmal Pikachu nach vorne. Zumindest einfach nur zum Flüchten erstmal. Bis ich hier meine Schwimmerin finde. Und die können wir nämlich dann auch mit Bell bekämpfen. Hi. Das Meer ist mein Garten. Also den Garten möchte ich mich nicht kümmern. Mit einem Weimar. Das ist perfekt. Das schafft Bell. Hoffentlich. Machen wir einmal ein Wachstum erstmal. Wie viel zieht der ab? 12 KP schon von Start aus. Oh. Okay. Okay. Kann der bitte irgendwie zwischendurch mal daneben gehen oder so? Oder machen den Walmer jetzt einfach unmenschlich viel Schaden? Bitte. Ja, gut. Unmenschlich viel Schaden, ne? Es war der Volltreffer, der gerade zu Sonnkerns Strikeout geführt hat. Oder war es auch bei 5? Ja. Sehr gut. Das habe ich zwar mit unmenschlich viel Schaden nicht gemeint, aber gut. Ja, Bell. Da müsste ich jetzt leider auch direkt wieder rauswechseln. Hätte das kleine bisschen gerne noch mitgegeben, aber... Mozart, mach du das eben schnell fertig. Ich glaube, du hältst auch den Walzer gut aus. Du machst einfach den Mogelieb drauf. Zack, fertig. Na, wie war das? Ich nehme Popons und Sonnenkern mit. Die sind eh kurz vom Strikeout. Kann man mal eben noch mitmachen und... Ja, zack, Strikeout. So schnell kann's gehen. Na gut, dann laufen wir eben hier zum Pokémon Center und... Legen die beiden mal... Oder nicht die beiden. Ist ja nur noch Sonnenkern mit dabei. Legen es eben mal ab. Ist da oben irgendwo noch ein Schwimmer? Hier ist auch kein Item in der Nähe. Ich glaube nicht. Schade. Ich muss sagen, Sonnenkern hat sich auch echt gut geschlagen eigentlich. Aber ich glaube, wir wären halt eben leider nie zu einem Sonnenflora gekommen, weil ein Sonnenstein erst irgendwann in Malven... Ne, nicht Malvenfroh, in Moosbach. Wäre noch ein bisschen hin gewesen. Dafür haben wir es einfach viel zu früh bekommen. Jetzt einmal kurz das Item von... Dingens nehmen. Ja, dann... Sonnenkern. War cool. Aber leider musst du jetzt auch hier hin. Wäre gar nicht so schlimm gewesen, wäre es in der Arena nicht damals draufgegangen. Aber... Alles nötige Opfer. Um überhaupt die Arena zu schaffen, der war ja sowieso schon sehr knapp. Kannst du mal kurz mal Vorregel anschauen. Jo. Kann das, was man erwartet auf dem Level. Pasteur, Alzheimer. Nehmen wir Alzheimer mit. Wird auf dem Wasser zwar nicht so viel bringen, aber kann eventuell bei anderen Trainern noch ein bisschen was machen. So, du war, außerdem ist es auch eh kurz vorm Strikeout mit seinen 5 Strikes. Dementsprechend nehmen wir es einfach mal mit. Weil ich weiß, auf dem Schiffswrack laufen auch Trainer ohne Wasser-Pokémon rum. Da kann es vielleicht noch ein kleines bisschen was machen. Na gut, dann wollen wir gleich erstmal wieder ein paar Pokémon fangen oder ein Pokémon fangen gehen. Denn hier rechts auf der Route haben wir damals ja versucht zu angeln. Da kam leider auch nichts Gescheites erstmal. Dementsprechend schauen wir mal, was jetzt kommt. Route 107. 2 Encounter haben wir ja theoretisch noch. Ein Krebskorb. Das ist sogar halbwegs normal. Und es ist schon wieder ein Wasser-Pokémon. Wie viele Wasser-Pokémon haben wir jetzt in der letzten Zeit bekommen? Zu viele. Edison haben wir jetzt bekommen, Seemops haben wir bekommen, Kriegskor haben wir jetzt bekommen. All dem Wasser-Pokémon. Aber Wasser ist in dieser Gen sogar ein ziemlich guter Typ. Von daher nehme ich es liebend gerne. So, Krebskor. Ich finde, du solltest auch ein amerikanischer Präsident werden.
Wenn es einmal die Beute mit seinen großen Scheren gegriffen hat, lässt es nicht mehr los. Es ist ein sehr zähes Pokémon, das überall überleben kann. Du wirst dann... Kennedy. So. Okay. Da. So, Krebskorn. Ja, bin ich auch mit zufrieden. Mit dem Fang. Okay, dann darf jetzt Pikachu mal ein bisschen kämpfen. Oder eher ein bisschen töten. Wenn ich bedenke, dass er wahrscheinlich mit seinem Donnerblitz eh alles übernittet. Es ist... Hat 72 Spezialangriff jetzt durch seinen Kugelblitz. Und hat eine Attacke mit 95 Stärke. Sprich, da kommen wir auf 142, 5. Dann ist es hier auch nochmal vierfacher Schaden. Das heißt, wir sind da irgendwo bei 560 Schaden. Ja, ich glaube, das überlebt. Ich glaube, es hätten auch 5 Wingulls nicht überlebt. Das Einzige, wo ich mir Pikachu halt Sorgen machen muss, ist, wenn es crittet. Weil ich glaube, One-Hitten tut es sowieso jedes Wasser-Pokémon, aber mit den Crits. Was mir gerade einfällt, wir haben ja mittlerweile ja 5 Arenen geschafft, also wir haben jetzt mittlerweile sogar schon 2 Freischeine. Und ich glaube, hier und da hat man es vielleicht nochmal ein bisschen falsch verstanden. Freischein kann ich mir aussuchen, wann ich die einsetze. Wenn ich mir sagen möchte, ich möchte das irgendwie, keine Ahnung, irgendwann kurz vor der und der Arena einsetzen. Es muss nur außerhalb eines Kampfes eingesetzt werden, dann passt es. Aber ansonsten kann ich mir jederzeit aussuchen, wann es dazu kommt. Dementsprechend habe ich mir ja quasi einen für Nidorina aufgehoben, bis wir dann mal halt zum einen gute Attacken und zum anderen dann unser Nidoqueen haben, damit wir es auch wirklich länger benutzen können. Ich überlege, ob ich mir für Pikachu eventuell auch einen aufhebe, weil, wie gesagt, gerade die Kugelblitz-Donnerblitz-Kombo ist richtig böse. Eigentlich kann ich die ganze Zeit davon ausgehen, dass es halt eben den doppelten Spezialangriff hat von dem, was es sonst hat und... Mal so gucke. Das sind 72. Da kann allerhöchstens Hariyama mit seinem Angriff mithalten. Und Hariyama ist ein entwickeltes Pokémon. Ah, ihr habt doch sicher 2 Wasser-Pokémon. Da können wir mit Edison und Faraday das sicher ganz gut machen. So, Golini und Tentacha. Also du bist auf jeden Fall... Nein! Ich habe Surfer eingesetzt. Das wollte ich nicht. Das wird das Goldini höchstwahrscheinlich überleben. Aber gut, was soll das Goldini schon groß gegen uns machen? Und 27 für Faraday. Sind sogar auch Level 27 gerade die Gegner. Ach ja, hier noch die gute Gen, wo... Surfer nur die Gegner trifft und nicht uns auch mit. Na gut, dann muss Pikachu halt immer in der Regeln. Läuft. So, wie hieß der? Erko? Erko und Bea. Teilweise sind echt wieder die Pokémon-Namenskünste. Machen wir mal Roosevelt, komm. Lass mal Roosevelt mal ein bisschen kämpfen. Ich würde gerne, dass er sich bald mal entwickelt. Wie weit ist eigentlich Teddy Ursa von den Strikes? Ist er noch bei 0, 1, 2, 3? Ah, hat er schon Out. Stimmt, der hat ein Out gehabt zwischendurch mal. Oder? Das muss ich mal selbst mal schauen. Ah, nee. Teddy Ursa ist draufgegangen. Ich erinnere mich. Erster Kampf, den er gemacht hat, zack, erstmal rausgehauen. Das war stark. Ja, doch, ich glaube, ich lasse Roosevelt mal ein bisschen kämpfen. Also offensiv ist es echt gut. Gerade halt so mit einem Seidenschal-Step-Stärke. Tut schon ziemlich weh. Halten nicht viele Pokémon gegen. Da hat es damit sogar schon fast sein Level ab. Ist halt nur noch ein bisschen langsam. Aber das bessert sich sicher, wenn es sich zu einem Ursaring entwickelt. Sieht immer noch schön im Rahmen aus, wie
Also sieht jetzt nicht schön im Rahmen aus, weil es nicht im Team ist, aber... Morlord, der Strike-Lose. Ich glaube, den Titel behält er erstmal eine Weile. Ich glaube kaum, dass ihm irgendein Pokémon das so schnell streitig machen kann. So, da ist ein Doppelkampf. Habe ich Edison gerade als zweiter Stelle? Ja. Okay. Dann machen wir den Doppelkampf. Dann dürfte sich wahrscheinlich Roosevelt nach diesem Kampf entwickeln. Bitte? Moment, das ist ein Triathlet, der da rumschwimmt? Aber okay, gut, die haben trotzdem beide nur Wasser-Pokémon. Ich weiß jetzt gar nicht, wer von beiden defensiv etwas schwächer ist. Ich greife einfach immer beide zusammen an. Ja gut, der Sternschauer. Später ist Edison schneller. Ich muss mir gleich mal die Init von dem Lampi anschauen. Ich habe nie im Kopf gehabt, dass Lampi irgendwie ein halbwegs schnelles Pokémon ist. Aber irgendwie ist es... Ach, Roosevelt, tu doch sowas nicht. Seid nicht immer kurz vor eurer Entwicklung so übermütig. Ah, da keine Entwicklung. Hatten doch nur zwei Pokémon. Ignite haben vielleicht mal gefunden. Sogar wirklich. Okay. Ah ne, sein Seidenschal. Hast du ein Item? Oh ja, hast du wirklich. Ach ne, Moment. Gut, so bringt die Mitnahme jetzt leider auch nichts, aber... Macht ja nichts. So, Init. Mal kurz mal gucken. 28, 45, 57 und 37, 44, 6... Lampi ist mein zweitschnellstes Pokémon. Was zum... Ist das schon immer so schnell gewesen? Oder habe ich jetzt einfach zufällig... Keine Ahnung. Gute EVs und DVs drauf. So, hallo. Vielleicht darf sich ja Tedious nach diesem Kampf entwickeln. Bevor er sich wieder ins Aus selbst katapultiert. Hm? Wie viel ist es überhaupt gerade? Ja, das wird doch reichen. Ein Dreschflegel. Das kannst du gerne machen. Bis einfach nicht ausgereicht hat. Jetzt habe ich aber kurz weggeguckt. Ich hoffe, da war jetzt nicht irgendwie ein Crit oder so. Aber bei dem Schaden denke ich nicht, weil ich denke mal, das war ein normaler Schaden. So. Give me the level up. Sehr schön. Mal kurz vergleichen. 55 Angriff, 29 Init. Mal gucken, was er gleich nach der Entwicklung draus macht. Roosevelt entwickelt sich. Oh yeah. Glückwunsch, dein Roosevelt wurde zu Ursaring. Sehr schön. Zeig mir mal das coole Ursaring. Hat jetzt Adrenalin auch. Oh, sehr schön. Oh, von 55 auf 85. Kann man machen. Damit hat er jetzt, glaube ich, sogar Mozart überholt von den... Vom Angriff her. Sehr gut. Okay, dann weiter. Haben ja noch einiges vor uns hier über die ganzen Routen. Das Spiel hat echt eine ganze Menge Seerouten. Wenn ich mir denke, also das ist ja noch die kleinen hier, aber später dann... Segrasulp, Moosbach, Prachtpolis, Flossbrunn. Oder Floßbrunn eigentlich. Auch schon wieder den Surfer. Ich will den nicht Surfer machen. Obwohl der Surfer fast ausgereicht hätte. Das ist traurig. Jetzt kann ich auch nochmal einen Surfer machen. Dann berühre ich ihn wenigstens nicht. Ah ja, zwischen den vier Städten halt diese ganzen Wasserrouten. Das sind... Gut und gerne 10 Routen. Auf die wir dann Pokémon fangen können. Also ich sag mal, sobald wir in Segrasulp ankommen und Zugang... Oh, Edison entwickelt sich auch. Cool. Und Zugang zu den Wasserrouten haben, dann... Ich glaube, spätestens dann gehen uns die Pokémon nicht mehr aus. Bis dahin könnte es vielleicht noch ein bisschen knifflig werden, auch wenn wir jetzt erstmal auch wieder gut Zugang zu vielen Pokémon haben. Aber ab dann ist
eigentlich alles in Ordnung. So, Addison wurde zu Landtouren. Ich habe ganz vergessen, dass der sich auch schon endlich entwickelt hat. Wie sehen deine Werte denn so aus? 112 KP habe ich gerade schon gesehen. Boah. Defensiv auf jeden Fall gut dabei. Oh ja, wir haben ein schönes Team aktuell. Stalos hat zwar irgendwie hier so ist vielleicht ein bisschen fehl am Platze. So mitten im Wasser, aber vielleicht kommt auch noch seine Stunde. Hier im Schiffswrack, da haben wir es ja sogar schon. Nehmen wir die eine Trainerin noch mit. Können wir einmal Landtouren in Aktion sehen. Dann werden wir im nächsten Part dann mal das Schiffswrack ein bisschen erkunden. Da können wir nämlich auch nochmal was fangen. Auch wenn es ja eigentlich erstmal nur Angeln ist, aber immerhin. Mach's gut, ein Schaden, Addison. Landtouren ist auch so ein cooles Pokémon. Auch von der Typkombination. Und dass er immun gegen Elektroattacken ist, dank seines Voltabsorbers, ist auch nochmal ein guter Bonus. Oh, sehr schön. Der Schaden kann sich sehen lassen. Also ich glaube, Addison und Faraday werden auf jeden Fall noch viel Spaß haben auf den restlichen Wasserrouten. Kann ich da wenigstens was finden? Noch ein Sonderbonbon. Wie viele versteckte Sonderbonbons wir mittlerweile schon gefunden haben. Meine Güte. So, zu euch gehen wir erst später. Wir betreten das Schiffswrack. Und ich würde sagen, das war's von diesem Part. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.